ich bin der Luis und ich koche heute mit dem Justin, mit meinem Kumpel. Und wir zeigen euch heute mal, wie man eine ordentliche Karottensuppe macht. Karotten-Kokossuppe, um es anders zu sagen. Und ja, fangen wir mal an. Als allererstes Hände waschen. Ganz wichtig, dass man wegen Corona natürlich immer Hände wäscht. So. So. Dann nehmen wir uns eine Schüssel. Na gut, dann will die halt nie. Dann nehmen wir eine andere. Tun da ein bisschen Wasser rein. So. Dann tun wir die Karotten waschen. Kannst du mir mal alle hergeben. So, bitteschön. Danke, vielen Dank. Sehr nett. So. Gut, das reicht. Das reicht. Alles gut. So. So, willst du die schneiden? Oder? Ja, kann ich machen. Gut, dann stell dich mal hier hin. Nimm mal den. Süßes Messer hier, Achtung, scharf. Ach ne, erstmal schälen. Also erstmal die Enden absäbeln dort. Vom Aal. So. Dann genau. Schälen. Dann mit dem Schäler schälen. Was ist mit der Karotte passiert? Sieht ein bisschen komisch aus. Das sieht aus wie so ein Hexenfuß. Ich hab's mal Erde dran. Gutes Zeichen. Hast du schon mal eine Karottensuppe gekocht? Manu? Nö. Nie, dass du weißt, oder was? Nö. Schon mal eine gegessen? Ja. Na, das ist ja gut. So, also, die sind nicht alle geschnitten. Genau, jetzt müssen wir die Bossen alle schälen. Schon mal alle Karotten geschält. So. Warte, die muss noch. Geht's? Ja, geht. Warte, ich nehm den mal. So. Jetzt danach natürlich ganz wichtig, Platz aufräumen, weil sonst ist natürlich ziemlich kacke. Achtung. Steht da unten. Unaufgeräumten Arbeitsplatz geht natürlich nicht, ne? So, was machen wir als nächstes? Den Lauch. Ne, Lauch. Zwiebeln. Genau, Zwiebeln. Zwei, oder? Genau. Jeder eine. Hier. Boah. Halleluja. Alles klar, kriegen wir hin. Das ist ein bisschen groß, das Messer, oder? Ja, das ist wirklich ein bisschen groß. Und scharf vor allen Dingen. So, aufpassen. So. Oder? So. Hast du? Ja, fertig. Gut, hätten wir das schon mal geklärt. Dann den ganzen Aal wegräumen. Und rein da. Ab in den Müll. So, Netze in kleine Würfel schneiden. Würfel. Genau, das bedeutet, erstmal in Scheiben schneiden und dann in Würfel schneiden. Ein bisschen. Naja, so ein kleines bisschen, oder?
Oh, da muss ich emotional werden. Oh. Halleluja. Uiuiui. Ja. Zwiebelt ordentlich, ne? Oh mein Gott. Das musst du mal auswaschen sonst, ja. Wenn es nie geht. Dann alles erstmal hier mit dem Messerrücken auf einen Haufen streichen. So, währenddessen wir jetzt gleich was machen. Was denkst du, was kommt als nächstes? Fängt mit K an, hört mit Knoblauch auf. Knoblauch. Richtig. Boah, ja, sehr so. Schwer. So, den tust du jetzt einmal... Hier einmal absäbeln. Machen wir. Währenddessen tue ich schon mal die Butter so. In dem Aal hier drin. Das brauchen wir nicht mehr, oder? Ne, das kannst du auch nur zur Seite legen. So, jetzt nimmst du dann gleich eine so eine Zehe hier raus. So. Ach komm. Komm raus. Na komm. So, jetzt tust du die versuchen zu schälen. Nimmst du am besten das kleinere Messer dafür. Das große, das wird ein bisschen schwierig. Jetzt Butter nehmen und die hier reintun. Nehmen wir uns mal einen Löffel hier raus. Ich weiß gar nicht, wie viel Butter ich nehmen soll. Frische Butter ist ja eben wieder. Kannst du nicht zweifeln? Einfach reinhauen oder was? So wie du denkst, dass sie das lässt. Na, wollte ich nicht, aber das ist zu viel. Warte mal. Wir nehmen bloß eine kleine Ecke hier. So, es gefällt. Na komm, geh rein. Na komm. Oh, ich hasse es. Mann. Ja, ist mir. Jetzt fällt der Löffel doch rein. Oh. Es ist schlimm hier. So, Luis, ist geschehen. Gut. Jetzt die Enden abschneiden, ne? Genau. So, wie funktioniert denn das hier? So, welches ist denn das hier? Oh, nee. Stopp. Wie geht denn dieses dämliche Induktionsfeld hier? Welches ist denn das jetzt überhaupt? So. Das läuft jetzt da. Knoblauch hast du geschält. Knoblauch ist hier. Genau. Dann tun wir jetzt hier. Mit dem, wie bist du dein kleines wieder? Ja, ist gut. Mit gut. Dem, mit der das Messer, das hier in so fingerdicke Räuschen schneiden. Aha. So. Dann kann man die ja theoretisch auch schon mal. Wir tun die einfach mal alles in eine Schüssel rein. Haben wir ja genug Schüsseln hier. Mach weiter, tust du sie rein? So, warte, genau. Na komm. So. Die haben wir jetzt in einer Schüssel drin, können wir also wieder hier rüberstellen. Achtung. So, jetzt gucken wir wieder mal hier drum. Irgendwie tun da nichts passieren. So. Genau, also wenn die Butter dann hier komplett zerlaufen ist, nehmen wir uns dann die Zwiebeln, tun die dort rein, tun die anschwitzen, geben noch ein bisschen Curry dazu und Honig. Dann lassen wir das mal so ein bisschen halt anschwitzen. Dann kommen später die Karottenwürfel dazu. Und ja, dann tun wir das dann später mit einer Brühe, die hier steht, ablöschen. Mit einer Rinderbrühe. Genau, dann kommt Salz, Pfeffer rein und ein Lorbeerblatt und dann köcheln lassen. Würde ich sagen. So, dann hauen wir gleich mal die Zwiebeln rein. Ich würde sagen, sogar schon jetzt. Aufpassen, dass wir am besten keine daneben fliegen. Wenn wir das so machen. Achtung. Ich komme auch. Oder? So, Achtung. Ja, das. Au. Ha! Pet.
Was denn? Achtung, Louis. Die lachen hier schon wieder. Die lachen uns aus. Das geht so gar nicht. Was? Naja. Ja, zu Hause sind wir ja meistens nur alleine. Da kommt ja richtig viel raus hier. Achso, gut. Dann. Schätze ich. So. Achso. Gut. Meins. Ja, ich habe viele eigentlich. Am meisten ist es Nudeln. Dann, ja, so, was ich sehr mag, sind Linsen. Die sind sehr lecker. Vor allem, wenn es mein Vater selbst macht. Linsen oder Linsen? Linsen oder Linsen? Linsen. Nee, Blinsen. 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 Ah, die Eierkuchen. Ja, genau. Ah, genau die. Gut. Ja, die sind lecker. Der kann man schon essen. Ja, die schmecken. Jetzt tue ich Curry rein. Englischer Curry. Ich hoffe, dass ich mal nicht zu viel rein tue, weil sonst... Soll ich was mit helfen? Umrühren oder so? Ach, ja, kannst du theoretisch machen. Ja, da muss sowas rauskommen hier. Na komm, so. Ich dachte, das war ein bisschen viel hier, aber anscheinend auch nicht. Na, für die Liebschaft und für alle, die hier mit da sind. So. Na, für Robert, der Kameramann. Na, meine Freundin, die Lea. Und dann noch die Katja. Dritte, die Liebschaft. Und wir zwei. Ja. So. Und jetzt kann er theoretisch schon die Rinderbrühe rein, oder? Rühren, gut. Ja. Riecht auf jeden Fall nach Curry schon hier. Intensiv. So, jetzt rein, oder? Tust du einfach reingeben. So, jetzt können wir wieder jetzt hochschalten. So. So, was kommt als nächstes? Was denkst du? Keine Ahnung. Das war noch... Ein Lorbeerblatt dazu? Eins. Eins? Genau. Nicht zwei, eins. Da. Dann muss doch bei jedem Gericht nie fehlen. Pfeffer und Salz. Pfeffer und Salz, richtig. So. Also. Ja. Yes. Das ist Pfeffer und das ist Salz. Genau. So. Reicht? Gut. So. Das stinkt irgendwie, der Pfeffer. Nee. So. Jetzt köcheln lassen. Was machen wir jetzt? Warten. Ach stimmt, den Ingwer hab ich noch vergessen. Ach, das ist ja natürlich wieder schlimm. Verdammte Axt. Schüssel weg. Einfach den Knoblauch vergessen. Einfach rein in den Aal. Ja. Ich sag's dir extra noch. Ja, ja. Hast du erst gerade eben gesagt? Ja. Mensch. Soll ich noch mehr nehmen von Imgur? Oder reicht das dir dann? Das sollte theoretisch reichen. Wie? Schälen! Ah! Ja, das ist jetzt ein bisschen zu spät. Imgur rein. Den Ingwer am besten auch vorher schälen, ne? Weil nachher ist das ein ziemlicher Sackgang, den dann so zu schälen. Ja, was soll denn das? Hier, ich werd bedroht. Hilfe! Hier oben geht er. Ja. Ich fange. Oh Gott. Hammer. Nimm mal an. Zieh mal an. Mach mal. Den goldenen Handschuh. Der eigentlich grau ist.
So, Achtung, Wasserdampf, heiß. Jetzt probieren oder was? Aber wahrscheinlich. Ja, so, ja, ja. Hätte ich jetzt so gemacht. Hätte mir das keiner gesagt. Auf jeden Fall heiß. Es geht eigentlich. Der ist gut. Also Salz ja. Fehlt auf jeden Fall nie. Ne, da ist genügend drin. Pfeffer könnt ihr noch ein bisschen rein. So minimal. Hab ich gar nicht. Wollte ich eigentlich. Achtung, jetzt fällt's rum. Ja, ist gut. Brauchst bestimmt, ne? Versuchen wir. Kannst du auch machen, wenn du willst. Ja. Ich bin hier der Umrührgott. Früher? Ja, hab ich gerne gegessen. Krautensuppe. War lecker. Das letzte Mal hab ich sie gegessen. Da war ich mit meiner Notti, mit meiner ungarischen Oma. In Prossen. In Bad Schandau. Und da sind wir, was war denn das? Zu einem Tiergehege gefahren. Und da hatte ich ein bisschen Hunger. Und da gab es dann Kartensuppe auf dem Speiseplan. Und da dachte ich mir, probierst du jetzt mal. Und da fand ich sie relativ lecker. Und da habe ich mir zum Papa gesagt, du Papa, können wir da mal wieder mal Kartensuppe kochen. Und heute ist es soweit, mache ich es sogar selber. Hast du das letzte Mal Kartensuppe gegessen? Weißt du? Noch nie. Noch nie? Nee. Jetzt geht's aber los. Ja. Das ist natürlich. Gekocht auch erst recht noch nie. Heute mache ich es zum ersten Mal mit dir. Heftig. Zufall, ne? Ich denke nicht. Ah. Doch, bei gefüllten Paprikaschoten, da sind Paprikaschoten, die gefüllt sind. Mit Befsteck oder mit halt Kompots. Und Paprikakartoffeln sind halt einfach nur Kartoffeln mit Wiener und Soße. Ah! Na, ich habe halt bei einem Abend bei Luis gegessen. Und dann hat mir der Rizzo angeboten ungarisches Öl, Chiliöl. Und das habe ich, zu was habe ich das? Zu Brot. Und mein Mund, das kann man nicht beschreiben, das hat so gebrannt. Boah, das ging überhaupt nicht. Dann immer wieder, wenn ich abends da bin, wird das mir immer wieder angeboten. Und ich, nee, ganz bestimmt nicht, das nehme ich nie an. Nee. Das war schon ein Fehler. Da waren wir auch noch jung. Jung und knackig. Ja, jetzt sind wir richtig alt. Ja, richtig alte Knacker sind wir jetzt. Genau. Genau. Wollen wir dann nochmal hier ein bisschen die Karottenwürfel kosten? Kann man machen. So. Warte, hier. Na, der Deckel, das geht. Da oben ist nie heiß. Nö. Achtung. Gut. Wasserdampf. Ah, heißer Deckel. Huch. Ganz ruhig. Nimm dir am besten die Karotten. Oh Gott. So. Findest du einen? Ja. Achtung, der müsste heiß sein, ne? Also, es ist nicht heiß auf jeden Fall. Aber nicht hart. Nee, sind auf jeden Fall schon essbar. Also nicht mehr bissfest, sondern so ein bisschen schon so schön zart zum Kauen. Genau. So, was kann man da jetzt so Schönes machen dabei? Keine Ahnung. Weißt du, wie lange wir warten sollen? Naja, theoretisch eine halbe Stunde, aber... Da der Rizzo gerade nicht mehr da ist, würde ich sagen, muss man den mal anrufen, oder? Ja, lass mal machen. Na gucken, dann, was er sagt. Na dann, soll man Rizzo anrufen. So. Der Rizzo. So. Und dann mal gucken, ob er rangeht, ob er Zeit hat. So, Papa. Hi, Papa. Hier, ich bin hier gerade am Karotten zu bekochen. Und wie lang brauchen die eigentlich jetzt? Na, bis er fertig ist.
Ich weiß nicht, wie groß sind die Möhrenwürfe, die geschnitten hast. Probier einfach mal, wenn sie weich sind. Ja, wir haben gerade schon schön gekostet, die waren schon so ein bisschen weich, waren sie schon. Gut, dann mach ganz einfach jetzt das, was du noch dran machen willst. Ich denke mal Kokos wahrscheinlich, oder? Genau, Kokosmilch müssen wir dann dazu geben. Bisschen Sahne. Und als kleinen Tipp noch, du hast doch bestimmt die Möhren genommen aus dem Kühlschrank, wo das Grün noch mit dran ist, ne? Das Karottengrün. Richtig. Ja, das zupfst du ab oben, machst du so 10 Stücken, die du abzupfst oben die Spitzen, wäschst sie ab, gibst sie noch mit kurz dazu und dann pürierst du. Okay, mit den Karottenspitzen. Genau. Okay, alles klar. Okay. Geht klar. Gut, mit wem kochst du eigentlich? Na, mit dem Justin. Hallo. Okay, na gut, dann lasst es euch schmecken. Viel Spaß noch. Jo, ja, danke. Ciao. Ciao. So, Kritze haben wir gehört. Also, tun wir ein bisschen von den. Genau, warte, ich lass mal hier den abzupfen. Hältst du kurz bitte? Ja, na klar. Ich muss kurz hier den Müll wegräumen, damit wir auch Platz haben. Ja. Und darin. Machen. So, da hat er noch gesagt, Sahne dazugeben. Und Kuckucksmilch. Kuckucksmilch. Kuckucks. Okay, also 10 Stück. Genau, so ungefähr so 10 Stück. So, Kokosmilch erstmal schütteln. So, und dann aufmachen. Mach mal hier drüben auf. So. Schon mal denken, wir hauen da alles rein. Oh Gott. Erstmal Daddy das Handschuh holen. 10. So. Und jetzt auswaschen, oder? Genau, jetzt erstmal abwaschen. Die Kokosmilch rein. Da war der Deckel drin. So. Kannst du mir die Sahne, die du gerade dort schön festhält, kannst du mir mal hergeben? Bitte schön. Danke. Machen wir kurz schütteln. So. Okay. So, sind jetzt abgewaschen. Gut, dann kannst du die Klemme dazugeben. Warte kurz. Ich tue erstmal ein bisschen die Hälfte von der Sahne hier rein ungefähr. Ja. Ungefähr die Hälfte. Und jetzt die Blätter. Die Blätter dort rein tun, genau. So, dann können wir die Sahne wieder dort hinstellen. Nehmen uns wieder Handschuhe, den Deckel wieder drauf. Ne, erstmal umrühren natürlich. Nicht ganz vergessen. Umrührmeister. Du umrühren. So. So, gut. Dann tun wir die jetzt noch kurz ziehen lassen und dann. Du musst pürieren. Genau. Würde ich sagen. Falsche Kamera. Ja. Genau. So, dann tun wir die mal hier reingießen. Ich halte fest. Ich mach das. Oh Gott. Ich merk's. So ein klassisches Ding da nehmen. Oder? Gymnastik. Profiköche. Gut. Also, was haben wir gemacht, weil wir das Ding jetzt hier pürieren müssen? Ist ja logisch, weil wir können ja das Ding nicht mit den ganzen Zwiebeln und den ganzen Karotten-Dingern da drin essen. Heißt, wir hauen den A jetzt in den Thermomix rein und dann. Tun wir das für 2 Minuten mal ein bisschen pürieren lassen und dann können wir essen, würde ich sagen. Let's go! Eine Möhren, Kokossuppe. Gut. Danke. Danke.
Zeit umrennen, ne? Auf der 5 wieder lassen? Aha, ja. Mhm. Apfelessig? Ja. Und Gosten. Und ein kleines Slacko-Essig rein. Ja. Slacko. Mhm. Ich rühre weiter. Ja, kannst du machen. Oh! Puh! Mhm. Lecker. Boah. Naja, alles gut. Das geht eigentlich. Sorgen? Nicht schlecht. Fürs erste Mal. Schmeckt das ganz gut? Mensch, ist diese Kamera, sei. Drei Stück, das ist mir zu viele. Ganz ehrlich. Jetzt schreiben wir uns bitte was von der Erbsengräse runter. Dann nehmen wir die hier so raus. Nehmen uns. Da geht das Messer. Tun uns da hier ein bisschen was absäbeln. So. Aber natürlich unsere Deko. Tun uns hier mal so hinlegen. Das können wir da rein tun. Dann noch ein bisschen von dem. Ja, warte, ich mach ab. Noch ein Grün, genau. Hier. Ein bisschen was abmachen. Fliege ist heute. Fliege, kannst du mal die Fliege machen? Badum, pssst. Sehr gut. So, jetzt? Kreise genau in die Mitte. So, als Bündel, kleines Bündel. Gleich so. Schön als Bündel lassen. In die Mitte rein. Jawohl. So. Karottengrün. Außenrum. Das. Drauflegen, oben drüber. Genau. So. Dazu gibt's was? Brot, Kürbisbrot. Kürbisbrot. Ach Mensch, das Karottenbrot. Karottenbrot. Wusste ich doch. So. Also, das war unser Gericht, sage ich jetzt mal. Unsere Karotten-Kokossuppe, die wir, denke ich, ganz gut zubereitet haben. Geschafft haben. Ja. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zum Zugucken, beim Zugucken. Ja. Ich hoffe, es war hilfreich, dass ihr es nachmachen könnt. Und boah, jetzt lassen wir es uns schmecken. Und guten Appetit. Ciao, euer Wir sehen uns. Luis, Rizzo Tschüss. Junior und Justin.